Servus Leute, willkommen zurück zur Dark Souls 3. Es geht weiter in dieser Richtung. Wir sind gerade gestorben, oder das letzte Mal, je nachdem, ob ihr es nachholt oder nicht. Den Brand setzen. Dann einfach auf die explodieren. Die sie nicht leiden kann. Es wurde gerade hier in den Chat geschrieben von Scheinerchen. Dass das Spiel verdammt gut aussieht, und das tut es auch. Es sieht echt verdammt gut aus. Und wenn man das sagt, wenn man das schon sagt über den, dass es selbst im Stream gut aussieht, will das schon was heißen. Wow! Achso, du kommst ja auch immer wieder. Macht es natürlich keinen Sinn, hier noch groß rumzuhantieren. Dann heißt es immer weiter auf der Lebensleiter. Immer weiter. Ich sag nix. Geht einfach an mir vorbei. Jetzt benutzen wir doch mal die Tür. Kommt man durch die Tür? Nein. Hätten wir das ja geklärt. Durch Türen kommen ist eine Lüge. Haha! Hab ich noch runtergestoßen. Dummes Arschloch. Achso, ja. Die Torte ist natürlich auch eine Lüge. Da sind meine Seelen. Oh Mann. Hui! 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 Zum Banner. Ja. Aussieht. Ja, das ist halt das mit den Bannern, dass sie so klein sind. Da ist halt spare, spare, ne? Oh Mann, ich bin da gestorben. Ich sehe schon, ich sollte da jeden killen. Sonst kommt man da nicht weit. Okay, und ach ja, für die Leute, die zugucken, ich habe übrigens, wie ihr vielleicht seht, das hat auf automatisch gestellt. Was ich sehr cool finde. Was mich nur mit den Informationen versorgt, die ich gerade brauche. Das heißt, wenn ich Seelen bekomme, ploppt das kurz auf und so weiter. Finde ich eine sehr geile Sache, ehrlich gesagt. Aber ich finde es schön, dass wenn man es nicht gerade braucht, die Infos, dass ich das auch nicht sehen muss. Ah, da war eine Nachricht. Das hätte mich weniger. Gefällt mir gut. Auch hier rennen wir einfach mal dran vorbei. Haben wir schon alle einmal besiegt. Brauchen wir nicht ein zweites Mal tun. Da steht jemand. Und ich finde es auch schön, dass man viele der Waffen von damals wieder hat. Du hast es versucht. Okay, der erste kommt runter. Das erste Zwergenäffchen. Oh! Ich
finde es auch schön, dass die Gegner nicht stärker werden. Also in der Art, die sie sind. Also die Zwerge sind immer noch genauso stark. Kommen noch häufiger. Was ich nicht cool finde, sind diese Schützen, die ihre Schüsse sehr gut setzen. Und es verdammt viele sind. Aber durch ganz schlimmes Rumgefuchtel kriegt man das schon hin. Alter! 3 Stück! Einer hätte es nicht getan. Nee, es müssen gleich 3 auf mich runterfallen. Vor allem gibt es da nicht ein Feuer, Julian. Ich starte immer auch von der Kirche. Wie weit bist denn du? Der Läuterung oder so. Weiter. Also die halt beim Friedhof. Oder bist du da schon durch? Musst du da nicht mehr hin? Nein, da bin ich nicht. Da sind mir gerade zu viele von denen. Hui! Das ist die Oma. Okay, okay, okay. Ich bin bei der Dinge. Nein, auf den Punkt. Ja, da bin ich jetzt aber, da weiß ich nicht, wo ich weiter muss. Deswegen bin ich aus dem Sumpf weg. Hast du eine Idee? Wie geht's denn da weiter, wenn man da bei der Oma ist? Ach, du bist auch so weit. Aber bist du denn da über den Punkt hinausgekommen? Also nicht. Okay. Dann müssen wir das Boygroup-mäßig Step by Step machen. Oder wir gehen dann mal nach unten. Das ist vielleicht auch eine Idee. Im Schacht. Und ein weißer 2. Reparaturbrücke. Blutverlust. Wieso das denn? Dumm Kackbratzen. Knochen. Irgendwas wirft nach mir.
sehr gut. Noch nicht. Ist hier irgendwas? Alter, wenn das wieder der gleiche Typ ist, gibt's aber Ärger. Komme ich da auf den anderen Seite? Blutverlust. Uiuiui. Ging es hier einfach nur nach unten? Hier ging es einfach nur nach unten. Okay. Macht es keinen Sinn, hier weiter zu gehen. Scheiß Blutverlust. Ich verliere gleich noch was ganz anderes außer als mein Blut. Ah! Nice. Rostige Münze. Die wollte ich schon immer mal haben. Das ist nämlich bald mein Sammelalbum komplett. Muss ich mich da jetzt auch mal langsam vortasten. Gegner für Gegner. Die Zwerge nicht wehren, muss ich ja sagen. War die Geschichte deutlich einfacher. Nein, Mann. Ich will noch nicht gehen. Ich will euch noch ein bisschen raspeln. Komm schon, Alter. Ist doch noch nicht so spät. Ihr könnt mich mal am Arsch lecken. Ich will mein Großschwert, aber so wird... Ich will es benutzen. Da würde ich sie alle in dem Gang, so wie der Gang lang ist. Uiuiuiuiui. Ja. Mein Plan war ja durchzurennen. Aber wohin rennen, wenn man keinen Weg hat? Aber weiter wie zur Mutter kommt man halt nicht, ne? Echt? Aber, hä? Da war doch zu Ende. Von welcher kommst du? Ach so, aber da verlierst du doch Leben. Okay, so. Echt? Da muss man ja mal taktisch klug vielleicht mal eine Feuerbombe werfen. Nee. Nee. Aber irgendwie. Aber da geht's halt auch nicht weiter. Da geht's nicht weiter. Wir rennen durch. Wir rennen so lange panisch umher, bis ich vielleicht selber aufgebe. Ansonsten dann werde ich einfach
ganz klein bisschen grinden, damit ich wenigstens das Großschwert heute noch benutzen kann. Jo, jetzt. Wo hast du die? Wo hast du die gesammelt? Ja. Gut, das mache ich. Doch, ich mache das immer, wenn ich merke, okay, jetzt kann ich ein Level aufsteigen, dann gehe ich auch zurück. Weil so schnell levelst dann doch auch wieder nicht. Du musst da irgendwie dann den einen schuckst du den auch immer runter. Der halt da hängt. Wow. What? Alter Mann. Das gibt's doch nicht. Kuchen liebt mich auch. Ich hab die Zeit wieder nicht gestartet. Egal. Du wolltest nur eine halbe Stunde bleiben. Ich richte mich nach dir. Achso. Was heißt ja? Jetzt habe ich einmal was falsch verstanden. Dann werde ich hier gleich des Hörschadens bezichtigt. Aber es ist auch ziemlich geil, wie die da rauskommen aus dem Boden. Die Effekte sind schon der Shit. Ich glaube, ich habe einen Weg gefunden. Viele Grüße an den Chat von Julia. Uiuiui. Das ist ja die helle Bade. Ich bin mir noch nicht einig. Er ist relativ hühnig. Viele von diesen schnellen. Ich bin gerade auf hart am reagieren. Nein, er ist relativ breit. Oh, ich hätte sogar noch gelegen, aber ich nutze das nicht. Grüße zurück. Und an Martin natürlich auch. Achso, Martin ist tot. Ich hab Zeit hier. Sieben. Tschüss, Julian. Wir versuchen diesen Gang jetzt noch einmal. Und Julian ist weg. Dann kann ich hier auch ausstöpseln. Und jetzt werden wir auch ein bisschen redseliger. Sagt einem Bescheid, wie immer, ne? Jetzt geht's hier noch. Ein, zwei Stündchen sollte es noch weitergehen. Und
Machen dann aber noch eine etwas längere Pause. Schön Pinkelpause machen. Und dann versuchen wir hier noch weiterzukommen. Und wenn das nicht möglich sein sollte, durch my lack of luck, beziehungsweise können, lack of skill. Zack. Dann werden wir einfach noch ein bisschen leveln in einem früheren Gebiet. Huch! Ach, fuck, da muss ich springen. So, liebe Leute, wir machen eine kurze Pause. Schön, wenn ihr dran bleibt. Schön, wenn es mehr werden. Heute an diesem wunderschönen Mittwochabend. Ich freue mich auf euch. Jetzt aber erstmal eine kurze Pause. Und für alle, die auf YouTube gucken, tschaußen, oder die ins Bett gehen wollen. Bis auf dann.